diese Befehle? Ein Vanguard, Captain? Das... Jawohl, Sir. Ich werde mich um alles kümmern. Dann bist du dieser Vanguard, Captain. Willkommen. Ich bin stellvertretende Chefdiplomatin McIntyre, Chefdiplomat Yassins rechte Hand. Offenbar hast du wesentlich zur Rettung der Stadt beigetragen. Dafür danke ich dir. Wie ich höre, hast du beim Kabinett großen Eindruck hinterlassen. Minister Yassin sagt, dass das Amt für interstellare Angelegenheiten voll hinter dir steht, beim Zugriff auf die Terrormorph-Daten und darüber hinaus. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen. Und das bedeutet, wir müssen dir Zugang zum Archiv verschaffen. Du weißt, was das Archiv ist, richtig? Ich sehe, du hast die Nachrichten verfolgt. Dann weißt du sicher auch, dass es ursprünglich von den drei Hauptmächten der Galaxie verwaltet wurde. Zugang zum Archiv wird nur in äußersten Notfällen gewährt und ist nur mit Hilfe von einmaligen Zugangscodes der drei Sperrvertragsparteien möglich. UC, Freestar Collective und House Varun. Die UC haben bereits zugestimmt. Wir müssen also zwei Personen, die Botschafter des Freestar Collective und House Varun, überzeugen, uns ihre Codes auszuhändigen. Wenn du das schaffst, kommst du an deine Daten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Nein. Jeder ist eine Folge mehrerer Millionen Zufallszahlen, die auf Abruf und basierend auf biometrischen Schlüsseln generiert wird, die Botschafter stets bei sich tragen. Ohne diese Schlüssel gibt es keine Codes und ohne Botschafter keine Schlüssel. Wenn wir sie also nicht überzeugen können, bleibt das Archiv verschlossen. Das sehe ich auch so. Allerdings, beide haben Gründe, weshalb sie nicht mit uns arbeiten wollen oder können. Ich kann dir ein paar Anhaltspunkte geben, die dir helfen könnten, aber letztendlich liegt es in deiner Hand, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Willentliche Zusammenarbeit. Drohungen und Gewalt kommen nicht in Frage. Das schließt allerdings etwas Kreativität nicht aus. Aber das bedeutet, dass du wissen musst, mit wem du es zu tun hast. Mit wem sollen wir anfangen? Botschafterin Radcliffe von Freestar oder Botschafter Belmore von Haus Varun? Botschafter Belmore ist kompliziert. Als der gesamte Rest von Haus Varun sich kurz nach der Unterzeichnung des Sperrvertrags zurückzog, blieb Belmore hier. Seitdem hat er diverse Archivanfragen unterstützt. Wir können also darauf hoffen, dass er das erneut tut. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass ich verstehe, was im Kopf eines Mitglieds von Haus Varun vorgeht. Nun, heutzutage gilt die Fraktion vor allem als Sicherheitsbedrohung. Die Varun-Fanatiker sind Fundamentalisten, eine Abspaltung der Mitglieder des Hauses, die sich nicht wie alle anderen zurückgezogen haben. Ihr erklärtes Ziel ist es, alle Ungläubigen zur großen Schlange im Himmel zu befördern. Aber das war nicht immer so. Nach dem Ende des Kreuzzugs der Schlange, vor etwa 70 Jahren, startete Haus Varun einen Versuch, seine Beziehungen zum Rest der Galaxie zu normalisieren. Deshalb gibt es hier überhaupt eine Botschaft. Und deshalb waren sie Teil der Sperrvertragsverhandlungen. Aber dann verschwanden sie ohne jede Warnung. Und ließen unseres Wissens nichts zurück. Außer dem Botschafter und seinen Vertragspflichten. Wohl wahr. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie schlimmer sind als wir, trotz ihrer Kultur. Natürlich. Aber das ist nicht alles.
Wir sind uns nicht sicher, ob Belmore überhaupt noch lebt. Er war schon immer öffentlichkeitsscheu. Aber es ist inzwischen mehrere Jahre her, seit er zuletzt gesehen wurde. Scans der Anlage zeigen Lebenszeichen. Aber nicht die Art, die wir erwartet hätten. Du musst ihn finden und freundlich, aber mit Nachdruck an seine Vertragspflichten erinnern. Als sie ihre Botschaft einrichteten, brachten die Gesandten von Varun einige Exemplare ihrer heimischen Flora mit. Wie es scheint, sind diese Pflanzen derart gediehen, dass wir nur schwer zwischen Botschafter und Botanik unterscheiden können. Genau genommen gehört die Botschaft zum Territorium von Haus Varun. Wir dürfen nicht ungebeten hineingehen. Wir konnten den einen oder anderen Spion einschleusen, aber der Botschafter scheint erstaunlich leichtfüßig für einen Mann seines Alters. Die Stadt hat er aber ganz sicher nicht verlassen. Er wäre aufgefallen. Dann durchsuchst du die Botschaft nach seinem biometrischen Schlüssel, besorgst den Code-Teil und wir informieren seine Angehörigen, wenn wir sie aufspüren können. Aber hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Davon gehe ich aus. Über die Vordertür kommst du nicht rein. Aber laut unseren Spionen gibt es einen Seiteneingang, den du nehmen kannst. Hier, dieses Gerät sollte dich bis ins Innere der Botschaft bringen. Danach bist du bei der Suche nach dem Botschafter aber auf dich allein gestellt. Und ich sollte dich warnen. Durch die Angriffe wurden möglicherweise in der Botschaft Alarmsysteme ausgelöst. Nimm dich vor den Sicherheitssystemen in Acht. Captain, möchtest du die übrigen Informationen zu den Botschaftern hören? Captain. Möchtest du die übrigen Informationen zu den Botschaftern hören? Nur zu. Ich habe meinen Boss gefragt, wie sie neue Angriffe verhindern wollen. Er meinte, die besten Leute wären an der Sache dran. Da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass man dabei gewesen sein muss. Die Geschichte ist Quatsch. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen.
Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Habe ich. Dank dir ist der Weltraumhafen wieder in Betrieb. Das ist gut für den Handel, aber auch für Schmuggler. Angeblich schleust jemand über den Weltraumhafen Schmuggelware nach New Atlantis. Dem müssen wir nachgehen. Von der Technik her sind die Schmuggler uns einen Schritt voraus. Das ist schon seit Hunderten von Jahren so. Sie benutzen moderne Abschirmungen oder Störsender, um den Check zu umgehen. Aber zum Glück ist gegen gute alte Detektivarbeit nach wie vor kein Kraut gewachsen. Kein Problem, Captain. Komm wieder, sobald du Zeit hast. Cydonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Da oben, ja? Im All? Das muss so cool sein. Ich war noch nie da. Verzeihung. Captain, möchtest du die übrigen Informationen zu den Botschaftern hören? Ah, Botschafterin Radcliffe. Sie ist Veteranin des Koloniekriegs. Und sie hat nur ein Ziel: uns das Leben schwer zu machen. Unsere offizielle Linie ist klar. Versuche, mit ihr zu verhandeln. Nutze deine militärische Erfahrung und dein Wissen über die aktuelle Bedrohung, um sie zur Kooperation zu bewegen. Und vielleicht funktioniert das ja. Ich lasse mich gern überraschen. Aber ich fürchte, wir werden andere Methoden brauchen, um an ihren Code zu kommen. Das Universum überrascht uns eben immer wieder. Darum haben wir ja auch Plan B. Der UC-Geheimdienst hat ein Abhörgerät in die Quartiere der Botschafterin eingeschleust. Das könntest du zu deinem Vorteil nutzen. Aber wenn du beim Einbruch erwischt wirst, landest du direkt in einer Zelle der Botschaft. Wenn du also an die Aufnahmen des Abhörgeräts kommen willst, musst du einen Weg finden, ungesehen dort hineinzugelangen. Wir haben einige Informationen erhalten, die dir dabei helfen könnten.
Außerdem ist einer ihrer Mitarbeiter nicht zufrieden und würde vielleicht Informationen herausrücken oder sogar mit dir zusammenarbeiten. Sein Name ist Cameron Long. Er ist jünger als Radcliffe und sieht die UC weniger kritisch. Er arbeitet eng mit der Botschafterin zusammen und könnte viel Nützliches über die Vorgänge in der Botschaft wissen. Und wahrscheinlich hasst er die Botschafterin. Stiehl nichts. Lass dich nirgendwo erwischen, wo du nicht hingehörst. Und komm nicht auf die Idee, jemanden zu verletzen. Sollte etwas schiefgehen, tun wir unser Bestes, die Sache zu klären. Aber ich kann nichts versprechen. In Ordnung. Hier ist dein diplomatischer Pass. Ich kündige an, dass du unterwegs bist. Sonst lassen sie dich dort gar nicht erst rein. Und nimm die hier. Minister Yassin will, dass du bei diesem Vorhaben mehrere Optionen hast. Wenn du noch Fragen hast oder eine Vorgehensweise abklären willst, die wir noch nicht besprochen haben, stehe ich dir jederzeit zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, erst mit Botschafterin Radcliffe zu reden, solange der Angriff ihr und ihrem Personal noch frisch in Erinnerung ist. Wir zählen auf dich, Captain. Wo bleibt der Background-Check zu dem Typen? Wir haben doch jemanden beauftragt. Hallo, hast du wirklich da unten gegen diese Dinger gekämpft? Admiral Logan hat mir von deiner Heldentat berichtet. Die ganze Stadt steht in deiner Schuld. Also, was gibt's? Du kannst sie einfach Systef nennen. Machen alle. Sie sind für den Kampf gegen die Crimson Fleet zuständig. Gegen die Piraten also. Ist eine ziemliche Aufgabe, die Handelsklasse der Galaxie vor Tod und Verstümmelung zu bewahren. Also sind sie ständig unterbesetzt. Sie arbeiten vom Schiff UC Vigilance aus. Aus der Unterstützungsanfrage ging allerdings nicht klar hervor, was genau deine Aufgabe wäre, falls du beschließt, ihnen zu helfen. Je vous demande pardon. Wir möchten Sie auf dem Gelände um Ruhe bitten. Guten Tag. Hallo.
Ja, was?